Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Im heutigen Video schauen wir uns die Hochbeete genauer an. Thema ist Hochbeete winterfest machen bzw. ja, fit für den Herbst und Winter. Und ganz entscheidend ist, was habt ihr momentan noch im Hochbeet stehen? Hier der Zuckerhutsalat, der bleibt noch eine Weile auf jeden Fall im frisch gemauerten Steinhochbeet. Und auch hier in Hochbeet Nummer 4 ist es, glaube ich, haben wir noch Sachen, die wachsen. Die Süßkartoffel, ja, da wird das Laub jetzt teilweise ein bisschen gelblich und ein bisschen schwächer mit den sinkenden Temperaturen, aber der Rest der Ranken ist noch sehr, sehr vital da. Und auch die Paprika sind noch ein bisschen am Ausreifen und da wir in den nächsten Wochen auch keinen Frost erwarten und Temperaturen an die 20 Grad tagsüber, nachts über 10 Grad, bleibt auch der Ingwer hier noch weiter stehen. Ebenso Bestandsaufnahme. Bei dem anderen Hochbeet hier, beim größeren, da haben wir ordentlich Chinakohl drin und auch noch die ein oder anderen Radieschen danach gesät. Sorte Eiszapfen, das ist das erste, was es hochkommt. Dementsprechend dauert es auch hier noch ein bisschen mit dem Winterfest machen. Genau wie bei Hochbeet Nummer 3, da gibt es sogar noch reife Tomaten. Und die Aubergine, die ist total verrückt. Schaut euch mal die an. Die fangen jetzt an mit ihren Blüten und ordentlich loszulegen. Die werde ich vielleicht überwintern. Mit einer Ernte wird es bei der nix mehr. Und bei der Zucchini sieht man deutlich, die stellt so langsam ihren Betrieb ein. Hochbeet Nummer 1, da sind unsere Kiwano dazwischen. Da möchte ich auch noch die letzten warmen Tage jetzt im Herbst nutzen, dass die ausreifen können. Und das, was jetzt noch nachkommt an jungen Früchten, wird natürlich nicht mehr reif. Ja, gedreht wurde das Video am 29. September bei ordentlich Regen, nicht so angenehm und auch ordentlich kalt war es. Da hat es nur 10 Grad gehabt, da habe ich mal wieder die Mütze aus dem Schrank rausgeholt. Ja, und was machen wir bei Hochbeet Nummer 2? Wir haben da den Rucola noch drin, ordentliche Büsche geworden, der kommt raus. Zumindest wird ein Teil davon abgeschnitten. Aussamen darf sich der Rucola in Hochbeet Nummer 1. Seitlich waren die Wassermelonen, die sind mittlerweile ja auch raus und dementsprechend kann hier losgelegt werden. Man könnte jetzt natürlich auch nochmal Salate auspflanzen, weitere Radieschen aussehen, Postelein, Winterkresse und so weiter. Aber wir wollen hier was anderes machen und zwar Knoblauch stecken. Und ja, unglaublich, wie trocken doch die Erde hier teilweise ist, wie der Rucola hier mit seiner Blattmasse einfach auch beschattet hat und ja, trockengelegt hat sozusagen. Da muss nochmal Gießwasser rein. Und hier zu den Engerlingen hier. Ich werfe dir ab und zu ganz gerne die Wiese. Wir beobachten mal heute, was da passiert, wenn man den hier auf die Wiese legt. Und der Rucola ist teilweise wieder am Austreiben. Den kann man wirklich radikal zurückschneiden, verzeiht er einem meistens. Und der wird auch wieder hochkommen. Und hier, falls ihr die Käferchen kennt und bestimmen wollt, lasst gerne einen Kommentar da. Es hat ordentlich gewuselt, nachdem ich hier den Rucola entfernt hatte. Habe ich erst ein bisschen gewartet, dass die Käfer sich hier ja, verdrücken können. Und dann ging es weiter. Ja, die ganzen Pflanzstöckchen raus und dann haben wir den Mulch auf die Seite geschoben. Ja, er ist schon so mit der Erde vermischt, da macht es wenig Sinn, den wieder oben als Auflageschicht aufzulegen. Der wurde dann später untergemischt. Und jetzt schauen wir uns mal die Engerlinge an. Dann seht ihr, Nummer 1 hier beim markierten Blatt hat sich schon fast eingegraben nach 3-4 Minuten. Also es geht wirklich ultra schnell und fix. Da ist es auch kein Problem, die mal in die Wiese dann zu werfen. Ja, Mulch auf die Seite schieben, dann habe ich mal in der Mitte geschaut, ob es da auch so trocken ist, das Substrat in der tieferen Schicht. Ist es auch. Ja, wirklich erstaunlich trocken, trotz dem Regen der letzten Tagen. Die Schichten sind sehr, sehr gut durchmischt worden, wie man hier erkennen kann. Ich bin unten an so eine lehmige Lössschicht dann rangekommen und wirklich was von Strauchschnitt habe ich nicht mehr entdeckt. Toll umgesetzt. Ich weiß nicht, wann ich es genau aufgefüllt habe das letzte Mal. Ich glaube, letztes Jahr kam noch etwas Pferdemist dazu wieder rein. Aber hier braucht man sich dann auch nicht so die großen Gedanken machen, dass das noch weiter oder viel Ärger jetzt nochmal absinkt. Und ja, die Erde und den Mulch habe ich auf die Seite geschoben, ungefähr so auf ein Drittel oder auf die Hälfte. Und hier kommt jetzt unser Pferdemist rein. Ein kleiner Nachteil ist, wenn man das jetzt so macht wie ich, dass man natürlich die Schichten hier auch etwas wieder durcheinander bringt im Hochbeet, die sich gebildet haben. Ja, da es aber doch wirklich gut umgesetzt worden ist, dürfte das, denke ich, passen. Es geht jetzt auch darum, dass wir hier einfach mal wieder ein paar Nährstoffe haben für unseren Knoblauch, der kommen soll, hier reinkommen wird auch. Und mit Pferdemist fahre ich da ganz gut die letzten 4 Jahre, hat die Erfahrung gezeigt. Ja, ein klein wenig kommt rein. Wir sehen auch teilweise hier
bisschen ist der Pferdemist etwas weißlicher. Das, ja, lässt den Anschein zu, dass da Pilze drin sind. Man muss natürlich nicht hier den Pferdemist nehmen. Man kann auch einen Kompost nehmen, den umgesetzten frischen Kompost. Ja, wenn die Äpfel wirklich gerade erst reingemacht worden sind, würde ich darauf verzichten. Also ein bisschen angerottet sollte der Kompost oder der Mist sein. Und der Pferdemist hier zur Info, der ist nicht so komplett scharf. Der ist auch sehr viel mit Einstreu durchsetzt. Dann wird die Seite zugeschüttet. Auf der anderen Seite geht's weiter. Ich schiebe auf. Und auch hier bei den Rucola-Pflänzchen, wenn jetzt mal ein bisschen bedeckt werden, macht denen gar nichts aus. Jetzt sind wir wieder ungefähr bei der Hälfte. Und da kommt unser größeres Eimerchen rein. Und allzu arg aufgefüllt wird das Hochbeet jetzt hier gar nicht. Wie gesagt, ich denke, das wird nicht sonderlich arg absinken, da die Füllung doch schon sehr, sehr gut umgesetzt ist. Und ab und zu habe ich dann hier ein bisschen den Pferdemist runtergeschoben. Sollte jetzt überall gleichmäßig verteilt sein. Und wenn nicht, die Bodelebenwesen, die hier wirklich sehr zahlreich sind im Hochbeet, werden das schon gut umsetzen und durchmischen, wenn hier wieder Fahrt aufgenommen wird. Jetzt ist es allerdings doch ein bisschen, ja, arg trocken. Hier kommt man nicht ums Gießen drumherum, denke ich. Und dementsprechend kommen hier ein paar Gießkannen rein. Und man sieht es ja auch, es wuselt und krabbelt hier dennoch überall. Toll, genauso soll es sein. Wir wollen einen belebten Boden haben. Ja, zwei Gießkannen, 20 Liter mal zuerst. Würde jetzt keinen Sinn machen, 50 Liter jetzt sofort drauf zu kippen. Dann bilden sich so kleine Gießrinnen und dann sinkt es teilweise doch schneller ab, als es wirklich soll, das Wasser. Dementsprechend lieber hier das Substrat ein bisschen vollsaugen lassen. Außen am Rand habe ich schon mal ein klein bisschen nachverdichtet. Am Rand neigt die Hochbeetfüllung ja ein bisschen eher auszutrocknen und wir wollen das Ganze schön fest haben und auch am Rand hier dann keine Rinnen, wo das Wasser allzu schnell abfließen kann. Was kommt rein? Hier haben wir einen russischen Knoblauch, richtig riesige Zehen. Dahinter unseren Flavor- oder Rigotti-Knoblauch, den ich seit 4-5 Jahren habe. Auch der ist dieses Jahr wieder ordentlich groß geworden. Mittlerweile haben wir ja 3-4 Knoblauchsorten im Anbau. Mit denen bin ich jetzt auch sehr zufrieden und der russische wird mal ausgetestet. Hier außen natürlich markieren unsere Reihe, Knoblauchzehen vereinzeln und unser Löchchen machen und Knoblauch rein. Gibt viele verschiedene Vorgehensweisen hier beim Knoblauchstecken. Ich fange so Anfang Oktober rein. Hier die Löcher sind so bei mir 3 bis 5 cm tief. Die Spitze schaut natürlich nach oben, wo der spätere Pflanztieb rauskommt. Und so mache ich das Loch und so schiebe ich es zu. Ja, feucht sollte unser Substrat natürlich auch sein und eben nicht staubtrocken, so wie vorher, dass der Knoblauch auch direkt loslegen kann und im besten schon in diesem Jahr oder in diesem Herbst die ersten grünen Triebe oben zeigt. Dann werden die weiteren Reihen markiert, in einem Abstand Pi mal Daumen 8 bis 15 cm gebe ich dem Platz. Man sollte natürlich einen gewissen Mindestabstand einhalten, denn wir wollen ja auch Knollen später haben, die eine gewisse Größe erreichen und ja, 1 bis 2 cm wäre jetzt definitiv zu eng. Wird man dann, denke ich, eher spätere sehr, sehr kleine Knolle bekommen. Und in der Reihe hier jetzt auf 1,20 m kamen bei mir so, ja, 7 bis 8, einmal glaube ich 9, 10 dann rein. Das passt, damit bin ich die letzten 4 Jahre wirklich sehr, sehr, sehr gut gefahren. Wie macht ihr euren Knoblauch in die Erde? Habt ihr irgendeinen gewissen Mindestabstand? Alles zum Thema, gern einen Kommentar da lassen. Ja, hier in die Mitte kam jetzt der russische, der größere, der Riesenknoblauch rein und hier genau in die Mitte vom Hochbeet die allergrößte Zehe. Das kann ich mir, denke ich, merken dann auch im nächsten Jahr, besonders wenn ich dieses Video dann nochmal so zum Videotagebuch anschaue. Ja, weitere Stöckchen, die sammle ich überall im Garten auf, wo mal rein waren, wo Sachen hochgekommen sind. Und hier außen kamen dann nochmal kleine Knoblauchzehen rein. Einen großen Unterschied zwischen großen und kleinen Knoblauchzehen, ob sich große oder kleine Knollen bilden, konnte ich bisher noch nicht feststellen. Die Sache wird festgedrückt, nochmal ein bisschen eingeebnet und dann gießt man doch gleich nochmal drauf. Nein, das Minzstöckchen hier. Ja. Ich weiß nicht, ob die bis nächstes Jahr hier noch drin überleben oder komplett abbrechen. Die waren schon wirklich sehr oft benutzt. Da haben wir doch ein paar schönere hier zur Markierung. Und jetzt kommt nochmal etwas Wasser drauf. Die Geschichte wird abgemulcht, obwohl wir jetzt hier diese Einstreu schon eingearbeitet haben, das Substrat auch wirklich sehr, sehr fluffig ist. Und ja, ich wollte euch nochmal eigentlich die Engerlinge zeigen oder die Larven. Keine Chance, beide jetzt schon im Boden eingebuddelt, gab es nichts mehr zu sehen.
Ja, und wir mulchen ganz, ganz, ganz dünn ab. Die Geschichte saugt auch einiges an Wasser auf. Und wir wollen ja auch, dass unsere Pflanztriebe es leicht haben, hier durchzukommen vom Knoblauch. Und ja, und ab und an mache ich mal so eine Spielerei hier im Garten mit der Gießkanne balancieren. Wer macht das von euch auch ab und zu mal so im Garten? Gerne auch da einen Kommentar da lassen. So, ich glaube, jetzt waren es um die 50 oder 60 Liter hier drin. Das sollte passen. Der Rest darf dann der Regen machen. Die Schicht ist auf jeden Fall aktiviert. Es kann losgehen. Der Rucola, der bleibt einfach so. Der wird nächstes Jahr definitiv wieder austreiben. Da werden wir keine besonderen Schutzmaßnahmen vornehmen. So habe ich das in diesem Fall bei diesem Hochbeet gemacht. Mit der Wintervorbereitung und gleich dem Stecken der Knoblauchzehen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht arg aufgefüllt worden, aber die Geschichte wird passen. Wenn das Video euch gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen. Ansonsten danke ich euch immer fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ja, Kamera nicht vergessen und ciao.